So, herzlich willkommen zum 16. Let's Play Von von. Nino Kuni, Fluch der Weißen Königin. Ja, hier sind wir jetzt dabei. Die beiden haben sich wieder vertragen. Der Genau, Albtraum ist wir haben den besiegt. Albtraum von Rusty Wagner besiegt. Und jetzt müssen wir nach Myrtle, Ja. damit Esther ihr Herz öffnet. Ja, und dann freut sie sich erstmal wieder, dass sie ja endlich einen Freund darf. So. Noch rein da in die Die Tür Tür. ist noch offen gewesen. Da ist er. Da ist Myrtle. Oliver, what Oliver, is it? was ist los? Well, Also, if my father sees you, he'll wenn ich meinen Vater erwischt, wird er. Er wird Myrtle, nicht. come with Myrtle, komm me, mit mir. huh? You can go Ja. outside now. Du You're kannst jetzt not nach sick draußen gehen. anymore. Du bist nicht mehr krank. I Ich kann can't, nicht, Oliver. Oliver. Wenn ich nur daran Just denke, thinking about rauszugehen, going kriege out ich there schon eine gives me Gänsehaut. goosebumps. Myrtle. 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 Going out and play, Geh zum Myrtle. Spielen raus, But Myrtle. Aber Father. Papa! Sweetheart. Liebling, es tut mir so leid. Sorry. I don't know what happened to Ich weiß nicht, was me. I mich, wasn't there was when mit you mir were geschehen sick. ist. Ich war nicht da, Immediately. als du krank And I was warst. fighting with your mother the Das whole geht jetzt time. gerade I wieder ein guess. bisschen zu Yeah. schnell. Ich kann da Maybe nicht it was what mithelfen. caused Ja, the die haben beide problem. haben gestritten und so. Das Maybe erzählt it er was jetzt. me. Ah, vielleicht ich. Father. Papa. You were scared. Du hattest Somewhere deep Angst ganz down that tief if in you went dir drin, away, dass wenn even du for a auch nur little while, kurz weggehen Mother and würdest, I would deine miss Mutter the und whole ich thing, das verlieren things würden, together, was uns that we zusammenhält. Oh, it's true. It wouldn't be a Was family macht ein anymore. Tröpfchen da, dass wir keine Familie And mehr why sein were würden? I? Stimmt's? That's why you were. Deswegen Something deep wollte inside etwas you tief wouldn't in dir let you leave verhindern, your house. dass du das Haus verlässt. Aber ich. It's all right, sweetheart. Schon Your in mother and Ordnung, I, Liebling. Deine it's Mutter gonna und be ich. okay. Alles wird wieder gut. Das war ein kleiner Synchronfehler. Papa. Please, Myrtle. Bitte, Please Myrtle. forgive me. Bitte vergib mir. Oh, Das tue ich I doch. do. Das tue ich, Papi. Na klar. Are those tears, Bunting? Huh? No, they're not. Was? Nein, ich See, that's weine me being nicht. honest. Ich dachte, du seist immer Oliver? ehrlich. Oliver? I'm going to Ich try. werde es versuchen. Ich werde nach I'm draußen going to gehen. go outside. Ja, jetzt braucht ihr auch nicht mal alles verpetzen. Will you come with me? Kommst du mit mir? Or Myrtle. Ja, passiert nichts mehr. So, die Grenze wurde überschritten. Myrtle! Myrtle! Ich hab's geschafft! Oliver, Ich hab's geschafft, Oliver! I did it. I'm outside. Ich bin draußen! Ich I'm bin outside. draußen! Oh, da sind viele Bilder, die man nutzen könnte. Das ist so schön! Oliver, Oliver, thank you vielen so Dank! much. Ich freue mich für dich, Myrtle. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Oliver. Ab jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich werde wieder zur Schule gehen und Leute kennenlernen und Kleider kaufen. Es ist schon seltsam. Ich hatte solche Angst davor, rauszukommen. Aber jetzt fühle ich mich mutig. Ich habe das Gefühl, alles tun zu können. Hör dir das an, Junge. Plötzlich hat sie mehr Mut, als man sich vorstellen kann. Ich kann es sogar von hier drüben spüren. Ja, man kriegt das sogar. Ja, das stimmt, Tröpfchen. In Al-Kuwait gibt es jemanden, der etwas von diesem Mut gebrauchen könnte. Ja, die ist da. Gut Oder war es der mitgedacht, mein Junge. Barbarentyp und die ist halt das andere? Ja. Rajit braucht den Mut. Ja. Gut mitgedacht, Olli. Ein Tropfen von Myrtles frischen Mut ist genau das, was wir brauchen, um Esthers Heilung anzukurbeln. Was ist los, Oliver? Myrtle, ich kenne ein Mädchen, das dir sehr ähnlich ist. Und sie hat es gerade sehr schwer. Du bist so mutig. Ich wollte dich fragen, ob du diesem Mädchen etwas von deinem Mut abgeben würdest, um ihm zu helfen und seiner Familie. Natürlich. Aber wie stellen wir das an? Ja, die kennen es hier nicht. Mit Magie. Und kenne genau den richtigen Zauber dafür. Magie? Du bist ein interessanter Junge, Oliver.
Okay, leg los. Gut, mach die Augen zu. Muss er natürlich nicht. So? Ja. Herz empfangen. Das macht er einfach so gerade. Ja. Damit ihr das Spiel hat. Stream Mut. Die starke und standhafte Kraft der Kühnheit. Es fühlt sich warm an. Mein Herz ist so warm. Das bedeutet, dass der Zauber geklappt hat. Vielen Dank, Myrtle. Jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen. Das freut mich. Alles klar, Olli. Wir sollten etwas Mut ausliefern, was? Dann mal los. In Ordnung. In Ordnung. Myrtle, ich muss jetzt gehen. Grüß deine Freundin von mir, okay, Oliver? Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke, Myrtle. Das werde ich. Bis bald, Oliver. Ja, Myrtle, damit du mal sehen kannst, dass es nicht rumgelogen ist, dass wir beherrschen wirklich Zauber. Kannst du live dabei sein. Weg ist er. Wirklich. Weg ist Oliver. Und genau in Kuwait wieder gelandet. Jo, und jetzt werden die beide erstmal noch fit gemacht. Majid und Esther. Schon wieder 10 Taler drin. Lecker. Wir packen die da mal rein. Keine Ahnung, vielleicht der da eben stand. Ja, die denken, ey, da kommt der Junge wieder. Verboten. Aber selber rennen. Aber nicht so schnell. Hier ist da. Hier ist sie. Olli, wer? Wie? Chick, genau wie ich es mir dachte. Die haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du es für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Wörter jetzt Mut, okay? Yep, ihr Herz ist offen wie ein Scheintor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. Ja, die kriegt dann sowas von reingepelzt, ja. Wurm! Wurm, so, volle Ladung. Was ist los? Uff. Na, wie geht's dir, Esther? Where am I? Wo bin ich? Happened? Was ist geschehen? It was Shadar. Es war Shadar. Er hat ein Stück deines Herzens gestohlen. My heart? Meines Herzens? Is it you, Esther? Bist du es, Esther? Bist du es wirklich? Oh, meine geliebte Tochter. Vater! Oh, vergib mir, mein Kind. kommt mir bekannt vor, die Szene gerade. Ja. Dir wurde der Mut geraubt, aber ich bin ganz allein daran schuld, dass ich meinen verloren habe. Oliver, diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Du hast meinen Dank. Gern geschehen, Herr Radit. Ich werde mich dir in deinem Kampf gegen Shadar anschließen. Bald wird der Tag kommen, an dem die Fanfare wieder über dem Lande erschallen wird. Die Fanfare? Oh, das ist eine alte Geschichte. Ach, da komme ich jetzt wieder nicht so schnell hinterher. Die drei Könige unserer Welt vereinten ihr Können und ihr Wissen. Und die Story kriegen wir noch später. How long is it now since the call of the king? Ja, soll jetzt vernommen werden? Not since the three kings got into nicht a right mehr, old potch and seit fell die drei Könige sich in die Wolle gekriegt haben und den Streit auseinandergegangen sind. Ja, so Ding wieder. Bin ich da. Es liegt an uns. Again, and we will be the ones und die besagte Fanfare müssen wir ja auch herstellen. Ja, aus drei E-Teams. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Ja. Vielen Dank, bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shadar zu besiegen. Hab auch so ein Vertrauen wie du. So einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier! Übernicker. Genau, so heißt er. Stabrochheuler. Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther? Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Ja, und wir können ja auch ab jetzt auch fangen. Sie ist also mehr eine Vertrauten-Hüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut, immer praktisch, so jemanden dabei zu haben.
Das ist mein Bräuler. Sie heißt Überenike. Sag hallo, Überenike. Ein weiblicher Bräuler ist das. Aber sieht ziemlich männlich aus. Ja. Esther und ihr Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Schick! Das wäre geklärt. Damals zur Sache. Du weißt auch, Oliver hier ist. Stimmt's, Rajit? Tröpfchen? Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen hier lernen. Oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Drahtzieher. Geheime Zutat. Magisches Licht. Schockwelle. Das ist ein Angriffszauber. Danke, Herr Rajit. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shaddaa zu stellen. Das wussten Sie? Dass es aus einer anderen Welt komme, meine ich. Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver! Ist also aus einer anderen Welt, von denen du mir erzählt hast, Vater? Und er hat mich gerettet? Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in einem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kann. Du kannst unsere Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shaddaa besiegen. Vielleicht. Aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordslandung erfahren. Scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat, Erfahrung, die er durch die Prüfung der Weisen erlangen kann, Oliver. Du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfungen machen? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Ah, ich weiß jetzt, was der nächste Boss ist. Ja. Im Tempel der Prüfungen? Du meinst? Genau. Die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfungen meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther. Und danke, Herr Rajit. Rajit reist jetzt mit euch, aber nur vorübergehend. Ja. Direkt mit uns reisen tut Esther. Und dieses Paar werden wir noch öfters treffen, dieses Händlerpaar. Ja. Hey, nicht so rennen, ja. Na, jetzt holen wir für Esther erstmal noch ein paar bisschen Ausrüstung. Ja, beim Waffenhorst. Ja. Sollte da ein bisschen Geld fehlen, dann werde ich noch ein paar Gegner mehr erzählen. Ja, das ist immer dasselbe, was du sagst. Genau, das wollte ich nicht immer sagen. So. Hauptsächlich nur, was ist schwarz, kann sie tragen. Ja. Aber halt mal. Ja, sehr gut. Über die Nicke kann gleich mal einen neuen Speer kriegen. So, und. So. Guck mal, ob sie eine Rüstung tragen kann. Ja. Dasselbe, was auch unser Märchenspross tragen kann. Ja, die ist stark. Nimm auch hier in diesem Fall die Nebelrobe. So. Dann und Ausrüstung. Ich glaube, über Enike kann sogar Schuppen tragen. Ja, hier sieht man das. Das Ding kann es tragen. Ist sogar, aber das war es dann auch schon. Ne, kauf zwei, wenn das Geld reicht. Er hat doch zwei Plätze. So, und Esther bekommt. Könnt ihr die das? Ja, die müsste es auch tragen können. Kriegt ihr auch zwei.
Von den Aufschneider-Abzeichen, ja. Einen muss ich per Analog anlegen. Ja, musste per Analog anlegen. So. Und die haben über den Nickel gleich mal die Schuppe verpassen, oder? Nee, hast du ja schon. Ja. Ja, und jetzt gehen wir noch zu den Typen übernachten und dann war es das auch erstmal wieder in Schau für Mieze Katze. Und dann werde ich erstmal ein bisschen Geld sammeln und dann geht es im nächsten Let's Play dann weiter. Genau. So, ciao. Haus der Hätschelei. Gründung der Katzengorb-Kette. Ja. Oh, da kommt auch immer dasselbe jetzt. Übernachten. 20. Egal. Nee, Mann, sind wir pleite jetzt. Nicht wirklich, oder? Ja, da kriegen wir ja fast einen Kredit wieder. Also nicht in dem Teil. Falscher Teil. Ja. Eine Seite halten. Eine Kartenseite. Ja, das südliche Sommerland. Ja. Ziemlich düster. Ja, trotzdem speichern, natürlich. Jetzt können wir speichern erstmal. Und zack. Wieder fit. Jo, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten. Ja. Aber wir gehen noch bis zur Tür. Hm, du meinst bis zum Ausgang? Ja, und da werde ich dann ein bisschen Geld sammeln. Mhm. Und dann werden wir uns dann im nächsten wieder sehen. So, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao. Ich weiß jetzt nicht, ob er. Ah, nee, wir müssen doch noch ein Stück machen. Hey, was? Bei Isa sagt mich jetzt was mit dem Fall. Ach ja, genau. Sonst kann ich ja nichts sammeln, deswegen ja. Nee, hört sie gerade nicht. Ich mach trotzdem Probe, ich war mir nicht mal sicher. Das ist nicht das erste Mal, ja. Seit Jahren, dass ich aus Al-Kuwait rauskomme, Oliver. Und das scheint dir zu gefallen. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Du hast recht, Mann. Das ist ja doch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, Beeilung! Schon gut, schon gut. Du gehst voraus. Das höre ich gern. Ja, na dann los. Warte mal. Hat er diese Ansicht da drüben gerade weh? Oh ja, Mann. Das ist ein Monster, oder? Alles klar, Olli. Weil du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, sollte ich dir besser ein paar neue Kniffe bringen, was? Seid ihr zwei bereit? Ja. Deswegen haben wir noch nicht aufgehört, nämlich das ist mir nämlich noch gerade eingefallen, dass hier noch was war. Ja, mir war da auch noch auch was eingefallen. Weil wir können mich jetzt die Viecher nicht fangen. Jetzt können du und Esther zusammen kämpfen. Doppelt gemoppelt. Schick! Wo ihr nun zu zweit seid, kannst du ja bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Probier's einfach mal aus, ja? Mach schon, wähl Esther aus! Jetzt hat Esther das Kommando, siehst du? Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Und der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du den Taktikbefehl da unten? Ja, ich sehe ihn. Damit kannst du deinem Kumpel sagen, was sie zu tun haben. Kinderleicht! Um im Kampf den Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf hoch runter. Dann mal los, ihr zwei Helden. Zeigt, was ihr auf dem Kasten habt. Oh. Und dann kommt doch ein Sonchi. Nee, noch nicht. Erstmal nicht mehr sammeln. Ich glaube, sie hat die Melodie noch nicht. War mir jetzt auch nicht mal sicher. Ah, sorry. Den will ich natürlich einsammeln. Crescendo! Geheilt. Heal! Ups, umgefallen die Barbane. Beziehungsweise der Bambino. Ja. Oder wir kriegen das von wirklich erst außerhalb. Ja, sie, ich glaube, sie hat die Melodie noch nicht gelernt. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Genau wie deine Geschichte im Geschick im Umgang mit deinem Vertrauten, Tochter.
Ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver? Ich würde zu gern mal mit deinem Vertrauten kämpfen. Hä? Geht das Ding? Ah, jetzt kommt das noch. Natürlich. Dazu musst du lediglich deinen Vertrauten wechseln. Wähle einfach Freunde und Vertraute im Hauptmenü aus. Glaub mir, das ist wirklich ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke Viereck und lege dann fest, wo er hin soll. Mach das einfach und wir können Vertraute austauschen. Wow, das ist echt super. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, wenn du willst, kannst du auch die Kontrolle über meinen Broiler übernehmen, Oliver. Jeder kann nämlich eine bestimmte Art von Vertrauten besonders gut umgehen. Wenn du die richtigen Vertrauten einsetzt, kämpfen diese auch viel besser. Mit welcher Art von Vertrauten du besonders gut auskommst, findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst. Gut genug geplappert, ihr beiden. Wir müssen zu diesem Tempel der Prüfung, alles klar? In der Tat, er liegt nordöstlich von Schimmersand. Ich schlage vor, wir brechen sofort auf. Okay. Ich glaube sogar, dass unser kleiner Pan, wie ich ihn genannt habe, sogar auch zu Esther passt. Was are you mean? Ja, das war wirklich so. Das kommt also nach dem Tempel, ja. Dann kann ich mir erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln. Und eine Schokolade für Wichtel. Yum, yum. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Da oben müssen wir hin. Ja. Da sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wir gehen dann im nächsten Let's Play sind wir hier oben schon drin. Also nicht in dem Gebäude, sondern davor. Vor dem Pass. Ja. Weil laut meiner Erinnerung kommt da im Pass nämlich eine Sequenz. Ja, deswegen machen wir davor. Genau. Aber ja, vordere Stein da. So, dann bis zum nächsten Video und tschüss. Ciao.